Es ist Cup-Mittwoch, 10 Uhr, und das heißt, es ist wieder Zeit für das Rapid Matchday Update. Ja, hallo liebe Rapid-Fans, einen wunderschönen Mittwochmorgen an einem ganz besonderen Mittwoch. Ich melde mich heute aus dem Rapideum und das hat einen ganz besonderen Grund für unser Matchday Update, denn wir möchten ein bisschen in der Geschichte kramen, um vielleicht heute auch Geschichte schreiben. Es geht gegen Salzburg. ÖFB Cup, zweite Runde, heute 20.45 Uhr, Flutlichtspiel im Allianzstadion. Was gibt's Besseres? Gegner ist Salzburg. Und jetzt gleich mein Aufruf. Seid bitte unbedingt mit dabei. Wir wollen weiterkommen. Ja, es wird schwer, aber gemeinsam mit den Rapid-Fans ist das heute möglich. Ich melde mich also aus dem Rapideum. Wir werden ein bisschen in der Geschichte kramen, ein bisschen was Historisches zum Cup uns anschauen. Aber bevor wir das tun, bevor wir uns wirklich dem Spiel gegen Salzburg widmen, blicken wir ganz kurz zurück. Und das war auch sehr, sehr erfreulich. Am vergangenen Wochenende, am Samstag, waren wir in Innsbruck zu Gast. Es gab einen 2:0 Auswärtssieg gegen die WSG Tirol. Und ich würde sagen, schauen wir uns als Einstimmung mal die beiden Tore an. Ja, Matteo Baracz trifft am Fließband, kann man fast sagen, sein zweiter Treffer in Folge. Freut uns sehr, freut uns aber auch für Kevin Arase, der sein erstes Bundesliga-Tor für Rapid erzielt hat. Und was er nach dem Spiel zu sagen hatte, schauen wir uns auch ganz kurz an. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich reinkommen bin und dann gleich meine Chance genutzt habe und wir zu früh gegangen sind. Schilder uns das Tor nochmal, wie hast du das Tor erlebt? Ja, also super Pass vom Schwabi, hab's zwar schlecht mitgenommen, aber mir dachte, ja, so schnell wie möglich Abschluss finden und suchen und hab abgeschlossen und dass er so reingeht, habe ich dann nicht geglaubt, aber ja. Ja, Kevin Arase, der freut sich, wir haben uns auch mit ihm gefreut. Es war generell ein wichtiger Sieg, der dritte Sieg in Folge in der Meisterschaft, das hat richtig gut getan und natürlich auch gut getan für die Tabelle. Da steht unsere Mannschaft jetzt auf dem vierten Platz mit 16 Punkten aus den ersten 8 Spielen. Also das war schon ein wichtiger Sieg in Tirol. Und jetzt aber weg von der Meisterschaft und voller Fokus auf das heutige ÖFB-Cup-Spiel gegen Salzburg. Rapid gegen Salzburg, immer ein ganz besonderes, ein brisantes Duell und heute Abend ist es wieder soweit um 20.45 Uhr im ÖFB Cup und im Cup haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder auf Salzburg getroffen, in 2 Finalspielen, unter anderem habe ich hier auch jetzt den Finalwimpel vom letzten Spiel gegen Salzburg im ÖFB Cup am 1. Mai. Wir können uns erinnern, unglaublich viele Rapid-Fans waren mit dabei, unglaubliche Stimmung im Wörthersee-Stadion. Am Ende hat leider Salzburg gewonnen und das hat richtig wehgetan, aber heute ist wieder so ein Abend, da kann man sich revanchieren und das würden wir so gerne tun. Wir würden so gerne heute gegen Salzburg gewinnen und an dieser Stelle auch eine ganz, ganz vielleicht coole Geschichte. Vielleicht wiederholt sich das ja wieder und deswegen stehe ich jetzt hier bei einer Vitrine, die das Trikot von unserem Trainer zeigt, von Didi Kübauer und zwar aus der Saison 1994-1995. Oft haben wir schon drüber gesprochen. So lang her, unser letzter Cup-Triumph aus dem Jahr 1995, aus dieser Saison. Aber das Interessante war, im Halbfinale in dieser Saison, wo wir dann Cupsieger wurden, haben wir Salzburg ausgeschaltet. 2:0-Sieg damals im Hanapi-Stadion vor über 17.000 Fans, 2 Treffer von Markus Bürk. Und warum soll es denn nicht heuer auch gelingen, dass wir am Weg ins Finale die Salzburg ausschalten und dann im Finale gegen einen anderen Gegner gewinnen? Wir würden uns es so wünschen. Und das war quasi so jetzt mal eine Einstimmung auf dieses Duell Rapid gegen Salzburg in Sachen Cup-Historie. Und was unser Trainer vor dem heutigen Spiel aus dem Jahr 2019 am heutigen 25. September sagt, das schauen wir uns an.
Morgen muss das gesamte Paket stimmen. Das heißt, also die Balance zwischen Defensive und Offensive muss morgen funktionieren, weil Salzburg wirklich qualitativ über uns steht. Aber wir haben natürlich das nötige Söse dran aufgrund der letzten Wochen. Und wir haben natürlich auch die Zuschauer im Rücken, den wir wirklich mit guten Situationen, mit guten Momenten müssen wir es mitnehmen auf die Reise. Und dass wir dann als Sieger am Platz gehen, ganz gleich, wie lange es dauern sollte. Ja, also ich freue mich auf das Spiel total, muss ich sagen. Und die Jungs, glaube ich, noch mehr. Weil ich glaube, wir haben jetzt die nächste Chance. Natürlich ist schon, dass zwei gute Mannschaften aufeinandertreffen in der zweiten Runde. Aber es ist so, wir haben ein Heimspiel, was enorm wichtig ist. Und Cupfight. Und wenn wir nur als Sieger am Platz gehen, was wir sich alle wünschen, und das ist machbar, dann wäre es umso schöner. Das sagt also unser Trainer Didi Kübauer vor dem heutigen Cupspiel gegen Salzburg. Ja, es gab ja in dieser Saison auch schon ein Duell mit den Salzburgern, und zwar am ersten Spieltag. Wir können uns erinnern, hier in Hütteldorf leider am Ende eine 0:2 Niederlage, aber es war richtig spannend, tolle Stimmung, tolle Atmosphäre. Und danach ging es ja eigentlich bergauf für unsere Mannschaft, sodass es jetzt ja auch richtig gut läuft in der Meisterschaft. Und jetzt soll es natürlich auch im Cup so weitergehen mit einem Sieg gegen Salzburg, auch wenn wir alle natürlich wissen, dass Salzburg auch richtig, richtig stark ist in dieser Saison. Das sagt uns auch ein Blick auf die letzten 5 Duelle der Salzburger. Hier sehen wir, dass sie natürlich in der Champions League ganz stark gestartet sind, aber zuletzt gegen den LASK nur einen Punkt geholt haben durch einen späten Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit in Bashing. Also zuletzt der erste Punktverlust der Salzburger in dieser Saison. Und heute müssten sie auch nicht unbedingt Gewinner hier in Hütteldorf. Heute wollen wir auch keine Punkte hier lassen, sondern den Traum vom Cupsieg 2020. Das würden wir uns natürlich alle wünschen. Auch wenn der gegnerische Trainer Jesse Marsch da etwas dagegen hat. Ich denke, es ist 6 Spiele und ein Titel. Es ist dieser einfach, ja. Und es ist unser Titel, ja, von letztes Jahr. So, für mich, in jedem Wettbewerb oder Turnier, du hast drei Chancen in dieser Saison. Und jetzt mit der Meisterschaft, es funktioniert gut, es ist geklappt. Auch Champions League war wichtig, und jetzt, ja, Rapid ist eine schwierige Aufgabe, aber ja, wenn wir können dieses Spiel gewinnen, dann wir haben noch 4-mal Spiel und dann wir haben einen Titel. So, das ist unsere Meinung. Das sagt also der Trainer der Gäste vor dem heutigen Spiel in der zweiten Runde im ÖFB Cup. In der ersten Runde haben wir einen souveränen Auswärtssieg gefeiert in der Steiermark gegen Allerheiligen. Endstand damals 9:1 für Rapid. Aber diese Tore schauen wir uns jetzt nicht an, sondern als Einstimmung schauen wir uns so quasi noch die Tore unseres letzten Sieges gegen Salzburg an. Und das war im Frühjahr hier im Allianzstadion 2:0 Sieg von Rapid durch Tore von Veton Berisha und Stefan Schwab. Klar ist Salzburg ab der 54. Minute in Unterzahl. Rapid will und muss die Überzahl ausnützen. Sonnleitner mit der Balleroberung. Über Schwab kommt die Kugel zu Polingoli und der findet Veton Berisha. Das 1:0 für Rapid in der 65. Minute. Wien-Hütteldorf explodiert. Berisha mit seinem dritten Saisontor. Sonnleitner stark gegen Patson Dacker. Schwab erkennt sofort die offene linke Seite. Anguene letztlich zu weit weg von Berisha. Starker Luftstand. Der Ball perfekt platziert. Keine Abwehrmöglichkeit für Zizan Stankovic. Salzburg bekommt das Spiel in der Folge auch mit einem Mann weniger ganz gut in den Griff. Dann aber Polingoli auf André Ivan. Der hat viel Grün vor sich. Nimmt etwas Tempo auf, bindet nochmal Polingoli ein. Knasmüller in der Mitte frei, der legt ab für Stefan Schwab. Rapid mit dem 2:0. Die Vorentscheidung in dieser Partie. Der Kapitän mit seinem zweiten Saisontor. Salzburg schafft es nicht mehr, jeden Gegenspieler rechtzeitig zuzustellen. Der Ball von Schwab, fein vorbeigezirkelt am eingewechselten Albert Walczy. Wieder keine Chance für Stankovic. Würde uns natürlich nicht stören, wenn das heute ähnlich läuft und unsere Mannschaft am Ende gewinnt und aufsteigt in die dritte Runde des ÖFB Cups, auch wenn der Gegner natürlich ein sehr, sehr starker ist. Ich melde mich ja heute aus dem Rapideum, und einmal schwelgen wir noch in Erinnerungen, und zwar hier vor dieser Vitrine, wo es um Rapid-Meistertitel geht, wo es um Rapid-Cup-Siege geht und vor einer ganz besonderen Lade, und zwar der sogenannten Cup-Sieger-Lade, wo einige Cup-Sieger-Medaillen aufbewahrt sind, unter anderem aus dem Jahr 1919
oder aus dem Jahr 1946 und vieles mehr mit einigen Tickets und so weiter. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich euch auch einladen möchte, hier mal vorbeizuschauen. Es ist so besonders, so beeindruckend, in diesem Rapideum eine Runde zu gehen. Man kann so viel selber machen und man kann durch diese Laden einfach so viel Rapid-Geschichte entdecken. Es lohnt sich wirklich vorbeizuschauen. Meine Einladung, seid mit dabei hier im Rapideum. Auch wenn man schon mal da war, es gibt so viele neue Sachen auch wieder zu erleben. Es wird so viel immer neu hier hereingebracht, vieles umgestellt. Es gibt Sonderausstellungen und vieles mehr. Alle Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Und ansonsten kommt es einfach heute vorbei. Seit 10 Uhr ist das Rapideum geöffnet. Also seid mit dabei, schaut euch das an. Es ist wirklich ganz, ganz beeindruckend, hier im Rapideum viel über die Rapid-Geschichte zu erleben. Und was ihr sonst noch wissen solltet vor dem heutigen Spiel? Uhr geht's heute los im Allianzstadion und ein paar Sachen habe ich jetzt noch für euch. Unter anderem gibt's einen Westbahn-Sondertarif, es gibt auch einen Westbahn-Sonderzug. Alle Informationen dazu findet ihr unter westbahn.at/skrapid. Also wie immer natürlich jetzt die Einladung und die Bitte öffentlich anreisen. Es wird vor allem am Mittwoch ziemlich viel Verkehr am Abend in Wien sein. Dann gibt's etwas Neues in der Allianz-Tribüne und zwar in einem Kiosk in der Allianz-Tribüne und zwar den Hotdog Express. Etwas ganz Besonderes, da kann man sich den Käsegreiner Bratwurst oder Frankfurter American-Style-Hotdog selber kreieren, selber machen mit Ketchup, mit Senf. Schaut euch das an, würde ich sagen. Ich kann mir das auch noch nicht ganz vorstellen, aber in unserer nächsten Sendung werden wir dann auch schon einige Bilder dazu liefern, wie das funktioniert beim Hotdog Express im Kiosk in der Allianz-Tribüne. Und jetzt der Aufruf und der kommt von ganzem Herzen. Liebe Rapid-Fans, seid heute mit dabei. Es ist angerichtet für einen ganz besonderen Fußballabend. Eingangs habe ich gesagt, wir sind im Rapideum, denn heute wollen wir wieder Geschichte schreiben. Wir wollen weiterkommen gegen Salzburg. Wir wollen Salzburg ausschalten und in die nächste Runde kommen, in die dritte Runde des ÖFB Cups. 20.45 Uhr ist der Ankick. Bitte kommt ins Stadion. Über 16.000 Karten wurden ja schon verkauft. Und es sollen noch viel mehr Fans ins Stadion kommen, um unsere Mannschaft heute in diesem so wichtigen Spiel zu unterstützen. Falls es sich nicht ausgeht, überträgt ORF1 heute dieses Spiel auch live. Aber viel besser, ihr seid live mit dabei im Stadion und unterstützt Rapid. In diesem Sinne noch der Hinweis, ab 20 Uhr melden wir uns nochmal und zwar dann mit Matchday Live direkt vom Spielfeldrand im Allianzstadion. Dann mit den letzten Informationen zum Spiel, mit der Aufstellung und vielen weiteren Informationen dann vom Aufwärmen unserer Mannschaft. In diesem Sinne, bis später und wir sehen uns im Stadion.